Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem großen Payware-Addon, Freeware-Addon wäre Quatsch, Metropol Ruhr und fahren heute die Hinterhoderlinie 263 hier von der Bäuerstraße in Essen nach Oberhausen, ihr seht's, und dort zur Stärkrade Bahnhof. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen. Natürlich auch wieder über Bottrop, über den ZOB. Ja, und mit was machen wir das? Ich hatte es ja ein bisschen angekündigt, weil ich mal etwas sinniert habe darüber mit einem U405G aus dem gleichnamigen Payware-Add-on. Also nicht drei Generationen, sondern das U405 Payware-Add-on. Ja, ich habe natürlich gleich auch noch die Modifikation ausgewählt, die es in der Webdisk zu finden gibt, nämlich die ZF-Modifikation. Entsprechend ist da ein bisschen was angepasst. Ich habe auch soundtechnisch beim Herfahren gehört, dass da irgendwas nicht klappt. Ich hoffe mal, im Video bleibt es euch vorbehalten, ansonsten seid schon mal vorgewarnt. Ja, und das Repaint habe ich auch in der Webdisk gefunden. So, und jetzt hatte ich eigentlich gehofft, es sind hier noch ein paar Leute, die mitwollen. Beim Herstellen, beim Abfliegen der Karte waren es massig Leute, die hier rumstanden. Jetzt sind es irgendwie gar niemand mehr. Na ja, gut, dann fahren wir die ersten Meter im Tide. Ohne Fahrgäste. Ich wollte gerade sagen, Tagesticket. Ja, jetzt muss ich doch mal gucken. Tagesticket 7.10. Hallo, also wollen doch noch Leute mitfahren. Sehr schön, hallo, dann steigt ihr mal ein. Ja, laut Handbuch soll man ja eigentlich lieber mit Solo fahren, aber mit Solo bin ich jetzt die letzten paar Videos so oft gefahren, dass ich mir gedacht habe, weißt du was, probierst es doch mal mit einem Gelenk. Ja, und deswegen fahren wir den U405G. Ja, schauen wir mal, wie ich mich so schlagen werde durch die ganze Gegend. Ich bin es ja nun abgeflogen und eigentlich der Meinung, es passt so. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, rollen wir los und lassen mal das gute Stück arbeiten dahin. So, und dann ist es so, dass ich hier... Nächste Haltestelle, Kammerperhof. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier händig weiterschalten muss, aber er macht es automatisch. So, jetzt tun wir uns mal schön konzentrieren. Halt, hier sind 30. So, dann fahren wir die auch. Ich sehe gerade, Pfeilchen sollten wir vielleicht auch noch anmachen. Du läufst weg und ansonsten sehe ich ja niemanden. Dann fahren wir doch direkt dran vorbei. Und dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, ob der automatisch weiterschaltet oder ob ich dann doch mal nachhelfe. Nächste Haltestelle, Grenze Wilhelm. Er macht's gut, dann schauen wir mal. Übrigens sind wir hier schon mal mit der 189 lang gekommen und wir haben jetzt auch ein gemeinsames Stück mit der 189, aber nicht allzu lang. Wir wechseln dann auf andere Teilstücke, Linien, was wir auch schon gefahren sind, bis wir dann ab Bottrop dann neue Wege begleiten werden. So, und die sind noch am Kreisverkehr vorne, dann bin ich doch mal so frech und fahr schön mal rein. Ich glaube, das war schon zu weit vorgefahren, aber egal. Das sieht doch aus, als wenn du mitfahren möchtest. So, jetzt muss ich mich bloß noch mal hier konzentrieren, dass ich den Punkt finde. So, bitteschön. Und dann muss ich drüber nachdenken. Ja, bist du schon rein? Ja, du bist rein. Ich sehe schon, das ist eine komische Sicht hier, aber was soll's. Dann ist es so. Auch das ist ein bisschen hässlich. Aber das ist, wenn man das so einstellt. So, und jetzt geht's geradeaus weiter. Schauen wir mal, sind wir ja schon mit dem Gelenkzug lang gefahren. So, und jetzt ist das so, dass ich hier doch eine Haltestellenbremse habe, aber ohne Freigabe. Ich habe so eingestellt, dass ich alle Türen händig öffnen und schließen muss. Ja, ansonsten müsste ich jedes Mal Haltestellenbremse reinlegen, dann könnte ich die Türe öffnen. Also, wie ganz früher beim MAN. So, da ist grün. Und so muss ich nicht immer
die Handbremse einlegen. Nächste Haltestelle an der kommenden. So, hier konzentrieren wir uns mal, weil da ist nämlich nicht viel Platz. Obwohl der 405er könnte vielleicht noch ein bisschen schmaler sein als die neueren, aber auch das ist nur ein Könnte. So, jetzt gucken wir mal. Da hat jemand grün bekommen. Ich gucke trotzdem noch einmal. Als wenn ich es geahnt hätte. Besser man guckt, als man hätte jetzt schon den ersten Unfall wieder. So, ist es dann? Ja, ich sehe gerade, die Ampel wird rot. Lauf nicht so weit vor, Kind. Dann bitteschön einmal einsteigen. Guten Hallo, Abend. Guten Abend. Das ist schön, dass du grüßt. So, übrigens, ich habe noch gar nicht gesagt, wir sind ungefähr laut Fahrplan eine Dreiviertelstunde unterwegs und dann habe ich sogar fast eine halbe Stunde, ja, sagen wir mal so 20 Minuten Zeit, bis es wieder zurückgeht. Nächste Haltestelle am Kämpchen. Bin ich mal gespannt, wie es verspätungstechnisch sich so entwickelt oder ob wir dann sogar noch mit Verfrühung anreisen. So. Rechts vor links am Kämpchen, das ist hier. Ja, und auch hier beginnen Fahrten bzw. Kurzläufer, die dann nicht ganz gehen. Hallo! So, ich muss mir angewöhnen, hier den Kopf weiter rumzudrehen, sonst sehe ich nämlich nicht alle Leute. So, da ist nichts. So, und dann kommt nämlich schon die nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Matthias Stinnes Platz. So, gerade eine ungünstige Stelle, weil er was nachladen muss. Ja, ich sehe es auf dem Nachbarbildschirm. Ja, dann warten wir doch mal den auch einen Blick ab. Guten Abend, ja, ich wollte die Nase richtig rumdrehen. Genau, so, seid ihr alle drin, dann geht's auch weiter. Kommt da noch mehr oder bist du der Einzige? Du scheinst der Einzige zu sein. Nächste Haltestelle, Flötterstraße. Das ist ein bisschen kurios zu sehen, aber da ist Platz. So, dann können wir hier schön rum. Und dann halten wir hier gleich wieder an. Ja, muss man gerade ziehen, dass da hinten keiner auf die Idee kommt, uns noch den Nachläufer zu fahren. Guten Abend. Guten Abend. Oh. Schön zuknallen, die alten Türen, so wie sich das gefällt. Nächste Haltestelle, Gummstraße. So, nicht so weit vorlaufen. Die Haltestelle wäre hier. Guten Abend. Ein Ticket bitte. Für den ganzen Tag direkt. Das hätte ich doch gerne mal noch gehört. 7:10 bitte. Mann, Mann, Mann. Gut, die Sparpixel geplündert. So, und ich sehe es auf der Kasse, wir sind etwas zu zeitig, aber sei es drum. So, ich bin auch schon Betriebsfahrt gefahren, aber ihr seht immer noch, so richtig Temperatur ist noch keine drin. Schauen wir doch mal, ob der Zeiger sich noch irgendwann bewegt. Ach ja, das ist die Ecke, da müssen wir auch langsamer fahren. Müssen wir nämlich erstmal um die Ecke drum rumfahren. Genau, halt, Bordstein lassen wir, wo er ist.
mal den linken Spiegel mit benutzen. Ja, und da kannst du gucken, dass du noch ein bisschen weiter nach links kannst. So, hier ist die Friedenskirche. So. Guten Abend. Ist es schon so spät? Ja, es ist ja bald 6:30. Stimmt, da können wir schon von guten Abend reden. Irgendwie sollte da ein Entwärter sein, aber da ist keiner. Naja, okay. Macht's einfach mal und gut. Nächste Haltestelle, Wilhelmer Straße. Bin mal gespannt, wann der erste Ausstiegswunsch kommt. Ist hier jemand und kommt auch nicht aus dem Gebüsch gehüpft, so ist es. So. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen in dem Kreisverkehr. Wir müssen nämlich die Ausfahrt da hinten raus. So, diesmal nicht so weit reinfahren. Wartest du? Rein theoretisch. Hab ich gesagt, müsstest du warten. Ach Mann. Ja, ich bin genervt, weil die KI nicht aufpasst, was sie macht. Ja, weil die KI wieder bloß Blödsinn macht hier. Tut mir leid. Nächste Haltestelle, Johannesstraße. Und da haben wir den ersten Haltemunch. Sehr schön. So. Ist das die Gegend 63? Das sieht sehr danach aus. Ist es. Hallo. Aha. Typische MAN-Hupen. Halt. Die Haltesteinbremse rausnehmen, dann können wir auch rumfahren. So, und dann ist es aber so, dass wir hier ein bisschen mehr Straße zur Verfügung haben. Obwohl, bräuchten wir eigentlich gar nicht, aber die Haltestelle ist gleich da. Entsprechend fahre ich dann mal rein und ran. So, und jetzt haben wir es so. Zack, zack. Und ganz hinten auch auf. Guten Abend. So, und dann hoffe ich, es sind alle raus. Das sieht ganz danach aus. So, dann gucken wir doch mal, dass sich hier alles schließt. Und dann können wir weiter. Nächste Haltestelle, Zentralwerkstatt. So, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, von wem oder was das die Zentralwerkstatt ist. Weil Schild sehe ich keins und... Schade, hätte ich gern gewusst. Wir haben hier Rohre, wir haben Eisenbahnanschluss. So, ihr wollt mit. Kommt ihr dann mal in Schritt ran? Kommt ihr. Hallo. Ach ja, beim Abfliegen habe ich das ja schon gesehen. 3 Meter weiter ist eine Haltestelle. Warum? Nächste Haltestelle, Alpincenter. Und dann ist die Haltestelle auch noch so kurz, dass ich mit dem Bus gar nicht ranpasse. Guten Abend. So, jetzt hoffe ich, die Rohre sind hier entsprechend hoch genug, dass man auch mit einem größeren Bus durch könnte. Knappenstraße, Prosperstraße.
Unfall. Ach ja, das war ja der im Kreisverkehr. Hm. Guten Abend. Schönen guten Tag. Wie der Kollege nicht wusste, dass die Autos im Kreisverkehr in der Regel eigentlich Vorfahrt haben. So, aber die Nadel hier unten scheint sich langsam zu bewegen. Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Ostring. So, wir müssen geradeaus. Mahlzeit. Hallo. Nächste Haltestelle, Passstraße. Guten Tag. Du möchtest einen Fahrschein haben. Da muss ich doch mal gucken. Preiskind 1,70. Ja. Passt doch alles. So. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Nächste Haltestelle. Ringstraße. So, dann machen wir doch mal richtig Platz. So, dann bitteschön. Hallo. Guten Abend. Alle drin, dann können wir auch da hinten alles schließen. Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Arbeitsamt. Hallo. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Passstraße Realschulen.
Hallo? Sag bloß, ihr wollt jetzt zwar mitfahren, aber nicht einsteigen. Nö, wollt ihr nicht. Die wollten mit dem anderen mitfahren. Dann ist es ja. So, dann versuchen wir doch mal, uns richtig quer zu stellen hier. Weil wir müssen nämlich dann mal da abbiegen. Ich weiß, das ist hier richtig geil gemacht, aber ich muss es so machen. Anders geht's nicht. Nee. Weil wir müssen nämlich dann nach links abbiegen, Richtung ZOP. Und da wird es grün und dann versuche ich jetzt mal entsprechend gerade zu ziehen und mich dann auch links einzuordnen. Nächste Haltestelle, Bottrop-Zug, Berliner Platz, Bussteig 14. Warum fährt eigentlich der Kollege Stork nicht rüber? Ah. Gute Frage. Okay. Wir können ihn vielleicht irgendwann später mal fragen. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal dran. Oder haben wir den irgendwie mit was erwischt? Wir werden sehen, wenn die Einblendung kommt. Kann mich eigentlich nicht erinnern, irgendwas falsch gemacht zu haben. Aber okay. So, guckt an. Hier kommt mal was entgegen. So, was hat man gesagt? Bussteig 14, ne? War das richtig so? Ja, ich weiß, dass hier ein bisschen du in die Knie gehst. Ja. Ah, ist ja grün. Ich hab's verstanden. So, Bussteig 14 ist hier. Und dann war das, glaube ich, in der Mitte der. Ja, weil hier steht auch Oberhausen dran. So, ihr wollt hoffentlich alle mit. So, dann zack und zack. Und wir hätten sogar ein klein wenig Aufenthalt. Hallo. Dann gehe ich mal von der Bremse runter, weil Haltestellenbremse sollte ja jetzt halten. Hallo. Moin. Guten Hallöchen. Abend. Guten Abend. Jemand Abend. Ohne Fahrschein? Guten Abend. Du siehst aus wie ohne Fahrschein. Erwachsen. Das dürfte das hier oben sein für 2,80. Jawohl. So. Hallo? Ach, ich sehe es gerade. Da fehlt noch was. Ja, Moment. Danke sehr. Bitte schön. Ich habe hier noch eine alte Kasse und ich muss ein bisschen umdenken. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal ganz kurz raus mit dem. So, dann machen wir mal von außen die Türen zu, weil das, wie gesagt, mache ich ja alles händig. Erst hinten, dann in der Mitte. Schön. So, und dann gehen wir wieder an den Arbeitsplatz. Ups, ah, das habe ich mir gedacht. Da rollt er nämlich los, der Kleine. Sobald die beiden hinteren Türen zu sind, rollt er los. Soll er aber nicht. So, wenn ich jetzt an der Uhr drehe, die eine Minute, warten wir wahrscheinlich genauso lange mit Nachladen, als wenn ich jetzt einfach versuche, hier die Minute runter zu labern.
Beziehungsweise ich nehme mal einen Schluck Wasser zu mir. So, nächster Halt müsste dann Pferdemarkt sein. Gucken wir doch mal drauf. Ja, Pferdemarkt, und dann folgen wir ein kurzes Stück der 261, um dann weiter Richtung Oberhausen abzubiegen und zu fahren. So, jetzt sind wir doch langsam mit der Zeit runter. So, und dann blinken wir jetzt auch und dann nehmen wir den Freigabe raus und dann geht's hier los. Ja, den Streckenverlauf der 979 werden wir dann auch nochmal kennenlernen. So, das heißt ja jetzt, ich habe hier kein Stoppschild, sondern kann direkt rausfahren. Die Ampel ist natürlich nicht grün. So, dann stellen wir uns mal so hin, dass wir was sehen. Und vielleicht auch noch so, dass uns keiner reinfährt. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Einmal grüßen. Einmal ranfahren an den Pferdemarkt. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Na so, ganz unverkehrt scheint die Entscheidung für den Gelenkzug doch gar nicht gewesen zu sein. Wenn ich sehe, was so mitfährt hier alles. So, und jetzt geht's geradeaus für uns weiter. Wenn die Ampel noch grün bleibt, nächste Haltestelle, bleibt sie nicht. Nordradstraße.
Hallo? Nächste Haltestelle, Heidenheck. Du willst wahrscheinlich nicht mit mir mit. Nee. Nächste Haltestelle im Wegraum. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, wir müssen hier abbiegen. Genau. Das mit dem Blinken, da wollte ich mal drüber reden. War das so? Guten Abend. So, jetzt ist es glaube ich. Na. Welche Tür ist denn noch auf? Okay. Jetzt sind beide geschlossen. Na. Da habe ich doch die Haltestellenbremse erwischt. Sorry, das wollte ich doch gar nicht. Ich wusste gerade überlegt, warum mein Bus nicht losfährt. Nächste Haltestelle, Weibelstraße. Hallo. Hallo. Guten Abend.
ist doch jetzt. Ich hab extra ausgeholt, Leute. Also eigentlich hätte das passen müssen. Sorry, aber irgendwie... Ich hab fast die Autos in Verdacht, dass die... einfach zu viel... Ja, ich weiß, dass ihr raus wollt, aber erst an der nächsten Haltestelle, dass die Autos einfach zu breit sind. Kann doch nicht sein. Tut mir leid, Leute. So langsam habe ich es ein bisschen, Entschuldigung, satt, weil ich fahre doch nun wirklich nicht so schlecht. So, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf diesen Kreisverkehr hier. So, der fährt raus. So, und jetzt wird der Bus leer. Hoho. Das tut mir etwas leid, aber nicht allzu viel. So, und hier ändert sich jetzt auch, sehe ich gerade, die Haltestellenschilder. So, guten Abend, sage ich dann nur. So, wollt ihr wirklich alle raus? Ist ja sehr schade. Ne, alle nicht. Da bleibt doch tatsächlich noch jemand sitzen. So, na gut. Dann versuchen wir es trotzdem mal weiterzufahren. Na, das finde ich ja goldig. Hallo, ich blinke. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Teutoburger Straße. Hier war doch Vorfahrt gewährt, genau. Also kann ich auch fahren. So, hier sind ab wieder 50. Vier Minuten Verspätung. Wo haben wir uns denn die eingesammelt? Also ist nichts mit. Verfrühung dann. So, gedrückt hat niemand, dann brauchen wir auch bloß hier vorne aufmachen. Guten Abend. Ihr habt's echt eilig, Leute. Könnte das sein? Nächste Haltestelle, Hagortstraße. Guten Abend. Guten Abend. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Hasenstraße. Hallo. Nächste Haltestelle, Westerwaldstraße.
Hallo. Nächste Haltestelle, Antoniestraße. Ihr wisst schön, dass ihr eigentlich Vorfahrt gewähren müsstet, aber okay. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Das sind 1,70 bitte. Danke. Nächste Haltestelle, Ellie Heuss Knapp Stiftung. Oha. Ich höre die Geräusche, die ich nicht hören möchte. Guten Abend. Hallo. 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 Nächste Haltestelle, Drei Linden. Ist aber gerade niemand und dann sollen wir uns bitte nach links einordnen. Machen wir. Nächste Haltestelle, Hirsch Center. Und dann sollen wir nach links abbiegen, da, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, dieses Geräusch, was ihr jetzt hört, kann ich mir nicht erklären, aber es geht irgendwann wieder weg. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es vom Bus kommt. Aha, und wir nähern uns auch langsam dem Ziel, weil die Haltestellen werden weniger auf der Kasse.
Hallo. Tag. Hi. So, einsteigen bitte. Nächste Haltestelle, Sperrgrade Mitte. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Durchgehen, Leute. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. 7:10, bitte. Dankeschön. So, ihr seid alle drin. Gucke ich doch mal, ob die Ampel mich sieht und eventuell vorlässt. Sie sieht mich auf jeden Fall schon mal. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ach ja, hier ist dieser hässliche Haken, den wir schlagen müssen. Den weiß ich auch nicht, warum das hier gebaut ist. Dürfen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich weit genug vorkomme, dass ich da rauskomme. Und dann gucken wir mal in die Gegenrichtung. Dann hoffe ich, die haben rot, weil hier muss ich wirklich Haken ohne Ende schlagen. Und das wird's nicht. Nächste Haltestelle, Neumarkt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Geräusche herkommen und was der Bus da so richtig macht. Es tut mir leid für die Geräusche. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. So, nur ein bisschen schneller. Nächste Haltestelle, Sperrgrade Bahnhof. So, und hier muss man jetzt richtig aufpassen, wie man fährt. So, laut Pfeil sollen wir da lang fahren. Ich hätte aber auch eine eigene Busspur und könnte hier lang fahren, wo die Tramgleise sind, aber ehrlich gesagt, ich hab's nicht ausgereizt, weil im Endeffekt kommen wir an demselben Punkt wieder raus. Ihr seht, die Pfeile sind etwas verwirrend. Dann ist auch noch ein Schild, was da sagt, Sackgasse. Also habe ich beim Abfliegen gedacht, okay, fährst du mal nicht, also würdest du nicht dort lang fahren. Und bin dann weiter abgeflogen, die Sache, und geguckt, wie wir weiterkommen. So, Leute, gebt ihr mal Gas. Komm, Kleiner, komm, das schaffst du. So, und jetzt geht es hier wieder berg runter und dann kommt hier unten rechts die Trasse wieder raus. Und wir hätten aber hier auch eine Möglichkeit, mittels Busspur reinzufahren. So, Bus, du könntest jetzt eigentlich mal aufhören mit dem Geräusch. Das wäre schön, wäre bestimmt auch angenehmer in den Ohren. Ich weiß nicht, was er macht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich hoffe nur, dass es aufhört.
So, jetzt dürfen wir. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. So, Ausstieg ist nämlich hier. So, dann machen wir natürlich auch nur hinten auf, dass die Leute raus können. Und dann haben wir nämlich da hinten unseren Pausenplatz. So, dann einmal aussteigen bitte. Die Fahrt endet hier. Doch noch einige Leute, die raus sind. So, und dann fahren wir jetzt mal noch zum Pausenplatz. Und dann sollte ein Fahrplan kommen. Und dann haben wir, Achtung mal, die Hintour geschafft. Nächste Haltestelle, Sterrgrade Bahnhof. So, und da sind wir da. Und da kommt dann jetzt auch der Fahrplan, der dann sagt, 3:49 zu spät. So, dann einmal abstellen. Und wie gesagt, das Geräusch ist weiterhin da hinten. Und ihr seht, 22 Minuten habe ich Zeit. Na, dann bleibe ich die jetzt auch erst einmal stehen. Ja. Was das, wie gesagt, für ein Geräusch ist, ich weiß es nicht. Ihr seht ja, es kommt hier hinten aus dem Bus. Also irgendwie vom Motor. Entweder ist da eine Sounddatei nicht ganz in Ordnung. Auf jeden Fall, irgendwann geht es wieder weg. So, das war jetzt die Hintour der Linie 263 vom Bäuerstraße in Essen kommend bis hierher, bis Oberhausen, bis zur Sterrgrade Bahnhof. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, auch den ein oder anderen Unfall. Wobei, bei dem zweiten Unfall bin ich echt der Meinung, ne, eigentlich auch bei dem ersten bin ich der Meinung, nee, muss nicht sein, aber okay. Sei es drum. Ja, ich hoffe, es hat dennoch gefallen und ihr möchtet auch, wenn ich die Rücktour fahren werde, wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.